Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video vom Phil Siede an. Nee, der heißt Phil Side, schätze ich jetzt einfach mal. Gehe ich mal davon aus. Er ist ja sogar gerade im Chat. Und er hat gerade gesagt, dass sein Dad in Luxemburg ist. Junge, crazy. Und er ist auch gerade in Luxemburg. Das ist heftig. Ne? Und der wohnt da wegen dem Job. Der ist eigentlich Belgier. Ach was, okay, jetzt wird es noch verrückter. Ja, wir gucken uns jetzt auf jeden Fall ein Video aus dieser Location an von Luxemburg. Der MrBeast-Skandal wird noch schlimmer, neue Vorwürfe. Da gehen wir rein, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch schlimmer ist. Und ja, ich würde sagen, Abfahrt, lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr freuen und let's go. Gott, schaut das schrecklich aus. Es schaut so schrecklich aus. Ach du heilige Scheiße. So, ich möchte mich bei meinem Freund dafür entschuldigen, dass der Hintergrund ausschaut und generell das Setup hier so ausschaut, wie es halt ausschaut. Aber wobei, ich könnte eigentlich mich ausschneiden und den anderen Hintergrund einfügen. Wobei das... Okay, aber das ist... Ich sag mal so... Mit so einem Greenscreen und der Belichtung wird das ein bisschen schwierig, dass es dann ordentlich aussieht. Ich kenne das selber. Damals habe ich mir mal einen Greenscreen geholt und dachte, okay, yo, jetzt kann ich krass geiles Greenscreen-Zeug machen. Da war ich vielleicht 15 oder 16. Dann habe ich das probiert mit dem Effekt hier mit Color Key, kannst du es ausschneiden und so. Alter, das sah aus wie die größte Scheiße. Dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Die Belichtung ist viel wichtiger, als man denkt bei einem Greenscreen. Die Belichtung ist es A und O bei einem Greenscreen, ne? Das ist wirklich so. Braucht wieder zu viel Renderzeit eigentlich oder zu viel Renderressourcen, deswegen machen wir es nicht, Pech gehabt. Liebe Leute, ihr habt doch sicherlich alle mitbekommen, was in letzter Zeit so los war rund um MrBeast. Zuerst gab es den ganzen Chris Tyson-Skandal, danach wurde er rausgeworfen, dann wurden irgendwelche Discord-Nachrichten geleakt, wo halt gezeigt wurde, dass MrBeast... Oh, das ist sehr ehrenwert, er hat mir sogar ein Like gegeben, Kuss. ...nicht so ganz unschuldig war, weil er am selben Discord war, wo Chris mit Minderjährigen geschrieben hat. Und dann ist doch mal zusätzlich ein Video von Dorkberg404 online gekommen, wo er MrBeast sämtliche Sachen unterstellt hat, dass das und das und das und das alles fake sein soll. Aber zu dem Thema schaut euch am besten die Videos von Alpha Kevin Kaiser oder auch Ton verändert an, die haben das Ganze relativ gut zusammengefasst. Eine Sache mag ich allerdings noch ergänzen, nämlich die Sache um Mac. Mac ist nämlich nicht irgendein Mitarbeiter von MrBeast, denn er ist eigentlich ein Kindheitsfreund von Eric, einem anderen großen amerikanischen YouTuber und auch Freund von MrBeast und hat mit dem auf YouTube angefangen und auf dessen YouTube-Kanal ist er auch groß geworden, bis er irgendwann einmal aufgehört hat mit den Videos zu machen und dann auf einmal bei MrBeast gespawnt ist. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann Mac eigentlich so ein bisschen mit Chris vergleichen, beide sind als die Kindheitsfreunde vom jeweiligen großen YouTuber, haben mit denen auf YouTube angefangen und so weiter und so fort. Einer ist halt übergelaufen, meine Güte. Auf jeden Fall glaube ich, dass in den letzten 5 Videos, wo Mac drinnen war, ja immer mehr zum fixen Cast mal heranwachsen sollte und auch zum Publikumsliebling so in die Richtung. Einfach um Chris nach und nach aus der Crew zu entfernen, um der Kontroverse einfach aus dem Weg zu gehen. Weiß ich nicht, war nur meine Meinung, wie ich halt die Videos eingeschätzt habe. Aber jetzt fangen wir mal mit dem richtigen Thema an. Okay, das ist eine wilde Theorie. Jetzt mit dem Hintergrundwissen, was da alles so rauskam, wäre die Theorie sogar... Also es wäre halt eine mögliche Theorie, ne, dass er da nach und nach einen anderen Publikumsliebling mit ranzieht. Ja, wild. Und zwar habe ich am Donnerstag das gemacht, was ich immer mache, wenn mir langweilig ist und mir kein Content für ein Video einfällt. Ich bin in den Lästerschwestern-Subreddit gegangen und habe geschaut, ob irgendein neuer Skandal gespawnt ist, obwohl ich eigentlich ein Video für diese Woche hätte, aber das kommt dann nächste Woche. Und zwar bin ich auf den Post hier gestoßen und zwar MrBeast. Junge, ich sage euch, wie es ist. Subreddits geben so viel für Videomaterial, das ist komplett crazy. Ich habe Reddit nie genutzt bis vor 2 Monaten und seit 2 Monaten gucke ich auch oft in Subreddits rein, jetzt nicht nur bei Lästerschwestern, bei allen möglichen, um zu gucken, yo, was gibt's vielleicht Neues wieder auf YouTube. Und da steht dann so viel da mit Informationen und irgendwelchen Mega-Threads und so, dass man direkt sehen kann, um was es da so richtig geht. Das ist immer sehr geil, ohne Scheiß. MrBeast lässt Videosperren, verschickte Unterlassungserklärungen plus Skandale, Zusammenfassung. Und da ist ordentlich was Neues dabei, also let's go. Servus, ich bin der Philzeit und nicht wundern, warum mein Hintergrund bei der Uhr anders ist. Ich bin jetzt 2 Wochen noch bei meinem Vater in Luxemburg. Dementsprechend schaut es halt so aus, wie es ausschaut. Pech gehabt, meine Güte. Aber das vorproduzierte Video, was nächste Woche dann kommt, das habe ich noch zu Hause aufgenommen. Dementsprechend kann ich euch einmal Augenkrebs ersparen. Also zuerst einmal wieder mal zusammengefasst, was wir eigentlich eh schon wussten mit dem ganzen Skandal rund um Chris und so weiter und so fort. Der interessante Part allerdings ist jetzt, dass MrBeast scheinbar Videos sperren lässt, die den Skandal betreffen und auch, dass er Unterlassungserklärungen... Also mein Video, ja, das ist noch online, aber ich glaube, der lässt eher die Videos sperren, die vielleicht falsche Informationen beinhalten, vielleicht falsche Anschuldigungen machen und die halt extrem viral oder vielleicht sehr ziemlich viral gegangen sind. Wobei, dann wird es halt wieder extrem auffallen. So, wenn er kleinere Videos sperren lassen würde, wird es nicht ganz so auffallen. Okay. Aber allein, dass man es sperren lässt,
kommt halt dann immer auf den Inhalt drauf an, wie legitim das ist, das dann sperren zu lassen. Verschickt. Und das ist auch bezüglich den Beast Games, also der Prime-Serie, die mit Amazon gerade entsteht, da scheinbar auch einige Probleme an den Sets sind, wie zum Beispiel, dass den Teilnehmern scheinbar zu wenig Essen gegeben worden sein soll oder es teilweise auch nur Schokolade zu essen gab. Fangen wir also gleich mal mit den Beast Games an. Davon noch nie. Junge, das ist aber geil. Ich hoffe, die Leute, die dort gearbeitet haben, die mussten auch Geld für die Schokolade bezahlen. Damit Mr. Beast auch Einnahmen dort hat. Junge, das ist ja richtig wild, ja. Hey, wir haben dich als Komparse gebucht und so, dass du mitmachst. Als kleinen Snack, dass du halt was essen kannst dort, kriegst du Schokolade von Mr. Beast. Kostet aber 5 Euro die Schokolade. Aber dafür hast du die Möglichkeit, ein Ticket zu gewinnen, dieses goldene Ticket zu gewinnen. Ja, ganz, ganz easy peasy. Wie gehört hat, die Beast Games ist eigentlich so ein riesiges Mr. Beast Video Game Show Ding in Zusammenarbeit mit Prime Video, also mit Amazon, und wird dann in 10 Teile ausgestrahlt, irgendwann einmal in 2025 oder so. Auf jeden Fall eigentlich so ein riesiges Mr. Beast Video in der Art von einer Game Show in Zusammenarbeit mit Prime Video, und irgendwie soll die 140 Millionen Dollar kosten, keine Ahnung. Yo. Auf jeden Fall viel zu teuer. Jetzt gibt es allerdings eine YouTuberin oder auch TikTokerin namens Rosanna Pansino, die schon vor einem Jahr fast, im Oktober 2023, schon Vorwürfe gegen Mr. Beast geäußert hat, denn sie war in einem Hide and Seek Video von ihm dabei, streng genommen in den Creator Games 3, was sogar ein YouTube Original war, und hat auch vorgeworfen, dass er teilweise einfach rausgeschnitten worden sein soll und auch, dass der gewonnen hat, gegen die Regel verstoßen hat. Auf jeden Fall hat er sich jetzt wieder zu Wort gemeldet. Junge, stell dir vor, du machst da mit, investierst deine ganze Zeit, damit du halt in so einem Video mit dabei sein kannst, und dann wirst du einfach ausgeschnitten aus dem Video. Das wird mich anstinken, ich sag's, wie es ist. Vor allem, weil du wahrscheinlich noch einen weiten Weg auf dich nehmen musstest, um dort mitzumachen. Boah, das ist eklig, das schmeckt gar nicht. Übrigens, können wir noch eine Sache sagen? Weißt du, ich rede auch ziemlich schnell, muss ich ehrlich zugeben, manche finden das auch zu schnell. Aber er, ja, Filzeit, redet Double Time. Für ihn ist normales Sprechen Double Time. Das sei mal hier so gesagt. Also übrigens auch das Video, was gesperrt wurde, mittlerweile, glaube ich, wieder freigegeben wurde, aber egal. Auf jeden Fall haben sich scheinbar einige Teilnehmer, auch ehemalige Teilnehmer und sogar noch Leute, die aktiv bei den Beast Games arbeiten, bei ihr gemeldet und teilweise sehr starke Vorwürfe geäußert, und das ist das, was sie geschrieben haben. I was a contestant until the end. I also didn't accept their hush money. It was really bad. People were having seizures because they were not getting medication, even though we were promised we would. And it was 100% rigged. They presented it as though the game would be like Squid Games, basically a type of game show where all the games are an even playing field. That was not at all the case. All the games were about speed and strength, so only the young athletic males were at an advantage over the women, and elderly people were also casted. To make things worse, men started realizing that they could take out the women without being eliminated. Guys started tackling and hitting women. Two girls were tackled and passed. Junge. Jungs haben gestanden, die Frauen zu schlagen. Der Klassiker in solchen Formaten. Out on the field and were dragged off to continue filming. I saw people with broken bones, stitches, etc. Was? Sie hat Leute mit gebrochenen Knochen gesehen und Stichen? Okay, das ist crazy. Und die meisten waren Frauen. Okay, das ist schon sehr heftig. Ich weiß jetzt nicht, wie das dazu kam, dass das hier mitgeschrieben wurde, aber das ist schon sehr krass. Also das sind heftige Vorwürfe. And most were women. We were given maybe 400 calories a meal and only fed every 12 hours. Food would run out and people would fight over, steal and hoard food. Water was scarce and kept running. Hier wurde, glaube ich, dieses Squid Game Ding wurde ein bisschen zu ernst genommen, oder? Also das ist schon ein bisschen sehr heftig. Ich fasse es gleich nochmal zusammen. Okay, perfekt. Das ist gar nicht so schlecht. Out as well. I had to sit with a bloody pad for 2 days before I could get undergarments and my reusable pads because I'm allergic to regular pads. We were also sleep deprived, only allowed 3 to 4 hours. We all slept on the floor in the stadium in a $10 sleeping bag. I get that people saying it's a game show and it's not meant to be easy. I'm not saying it should be easy, but it was presented like Squid Games, where competitions were not biased and didn't exclusively cater to young athletic men. People who went signed up for Squid Games, not for American Ninja Warrior and Survivor. Why else would they cast elderly people on the show? They offered anyone who lost $1,000 to sign away their rights to join any kind of class action lawsuit of any kind. I didn't sign, so I didn't get the money. After this article came out and things started blowing up, they called everyone back and decided to offer an additional $1,000 per person to make up for any of the... Yo, Alter, heute ist Tag der Raids. Vielen, vielen lieben Dank, Lehrenfrau, für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream gehabt. Wir gucken uns gerade eben die weiteren Vorwürfe gegen Mr. Beast an, zum Skandal. Deswegen, es ist jetzt gerade auf Englisch, das fasst ihr aber jetzt gleich nochmal zusammen, was sie hier für Vorwürfe getätigt hat.
Das ist eine sehr wilde Angelegenheit. Inconvenience. Distanzieren, ja. They knew it was bad because they also offered to provide therapy through their insurance. And it wasn't Amazon Prime that called me. It was Mr. Beast's crew. We were set up to fail. And when the men started tackling people to get them out, nothing was done about it. They were not even eliminated. The game that had to do with the briefcase, it felt literally like Hunger Games. While Mr. Beast is standing on his podium. Junge, ich habe noch nie gesehen, dass jemand das so ernst meint mit diesem Squid Game-Zeug oder dieses so gefühlt zu Hunger Games. Also so im Real Life. Also ne, so, man sagt ja immer, yo, hier, es wäre cool, würde ich sowas mitmachen. Aber ich glaube, wenn es ernst auf ernst kommt und das wird so beschrieben, dann ist das alles andere als cool. Sondern dann ist das schon so, jo, als wärst du so im Mittelalter angekommen. Und das wird dann einfach so, ne, da steht der König irgendwo weit oben und guckt auf die Leute, die in der Arena gegeneinander kämpfen müssen und irgendwann abhungern. Das ist schon crazy. Also das ist schon sehr heftig an der Stelle. Kelvin, danke für den Prime Sub. Looking down, watching all of us peasants fight for a chance at 5 million. I know it's a game show and I know it's not meant to be easy, but even with a waiver, it is a company's responsibility to have safety protocols in place to try to prevent injuries. That is not what was happening here. The fact that the nurses at the hospital in Las Vegas are also confirming all of the injuries that happened is proof. Oh. They did not have to sign an NDA. And 5 of us. Oh, okay, lol, die können sogar theoretisch drüber reden. Die Ärzte hier in Los Angeles, crazy. So far have tested positive for COVID. Also, someone was allowed to go in with pink eye, which of course is also contagious. Also kurz zusammengefasst, die Bedingungen dort sollen mehr als miserabel sein. In den Minigames, von denen die Leute berichtet haben, soll es alles andere als fair zugegangen sein. So sollen die jungen, durchtrainierten Männer klar im Vorteil gewesen sein gegenüber den Frauen und noch älteren Teilnehmern. Sie sollen nämlich zum Beispiel Frauen einfach umgetackelt haben, wodurch manche unmächtig wurden, sich andere teilweise sogar Knochen gebrochen haben. Was ein Krankenhaus in Las Vegas scheinbar bestätigen kann. Und auch für die, die alle umgetackelt haben, blieb das Las Vegas, nicht Los Angeles. Scheinbar ohne Konsequenzen, ohne Teilnehmer, beschrieb das Ganze, als wären sie bei den Hunger Games. Des Weiteren soll das Essen stark rationiert gewesen sein, so sollen sie teilweise nur alle 12 Stunden was zu essen bekommen haben und generell war das Essen pro Person auf 400 Kalorien pro Tag begrenzt und die Lagerbestände sollen sogar irgendwann mal zunichte gegangen sein, genauso wie die Wasservorräte. Weiter soll Teilnehmern wichtige Medikation verwehrt geben. Alter, das ist brutal. Vor allen Dingen, wie verrückt ist das eigentlich so? Mr. Beast hat ja immer ein extrem gutes Standing. Ich glaube, ihm wird das jetzt trotzdem nicht zu krass belasten, kann ich mir vorstellen. Aber wir wissen ja nicht, was das mit dem Kanal macht. Aber er hat ein brutales Standing. Jeder hat ihn gefeiert, alle haben es gehypt und krass und dies, das, Ananas. Jetzt steht er einmal in der Kritik und zack, wie so ein Dominostein, kommt jetzt eins nach dem anderen raus und so weiter. Und plötzlich wird da noch ein Vorwurf getätigt und so. Heftig, Junge, heftig einfach. Was daraus dann entsteht. Ja, wie bei Anni mit diesen 2,50 Euro. Auf einmal guck doch mal an, was es für eine Reihe an Exposed, an Skandalen danach gab. Direkt danach Unge, danach noch Tadel, danach noch, keine Ahnung, da gab es noch einige, aber das ist doch absolut heftig. Geblieben worden sein und das Schweigen der Teilnehmer, vor allem für die, die Probleme hatten während der Aufzeichnung, soll $1,000 angeboten worden sein, damit sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Das jetzt kann ich krass. Das Mikrofon nicht verwenden. Also, wenn du $1,000 für eine Verschwiegenheitsunterklärung bekommst, dann weißt du, dass hier irgendwas nicht mit Recht oder nicht ordentlich ablaufen kann. Also bei so einer Verschwiegenheitsklausel beziehungsweise so einem Vertrag, dann soll man schon ein bisschen hellhörig werden, warum man das überhaupt nötig hat. Ansteckmikrofon gerade leer gegangen ist, perfekt. Auf jeden Fall soll Mr. Beast das Ganze auch mitbekommen haben und nichts dagegen unternommen haben. Zum Beispiel bei einem Game soll jemand Krämpfe bekommen haben und er wurde dann einfach vom Spielfeld getragen, damit die Aufzeichnungen weitergehen können. Und Mr. Beast soll nur auf seinem Podest da gestanden haben, dem Ganzen zugeschaut haben und gesagt hat, ja, passt schon, macht weiter. Digga, was zum Fick ist das? Mittlerweile gibt es 3 weitere Videos von Rosanna, wo sich noch mehr Leute gemeldet haben, nämlich mehrere 100 Leute. Und die Aussagen, die sie über die Beast Games treffen, die decken sich zum Teil auch. Also das ist halt schon ein arger Vorwurf eigentlich. Wer sich das Ganze auch anschauen will, kann das gerne tun. Unten in der Videobeschreibung bzw. im Quellendokument sind alle TikToks und so weiter verlinkt. Und das sind natürlich sehr heftige Vorwürfe, die eigentlich auch strafrechtlich relevant sein könnten und drücken Mr. Beast nicht unbedingt in ein besseres Licht, als was es bis jetzt war. Aber dass das Ganze tatsächlich wahr sein könnte, wäre ja zum Beispiel auch durch das eine TikTok von den Mitarbeitern, ich glaube es war sogar Dogpack, der sich auf das Mr. Beast-Gelände geschlichen hat und dann auch noch irgendeinem TikTok gesagt hat, auch Mr. Beast Games ist jetzt over, wenn die ganzen Vorwürfe ins Licht kommen. Also da decken sich die Aussagen teilweise schon sehr. Und wenn wir gerade von Dogpack sprechen, dann bleiben wir gleich einmal bei ihm, denn er soll jetzt von Mr. Beast eine Unterlassungserklärung bekommen haben und hat eigentlich fast im selben Zug einen zweiten Teil angekündigt, wo er noch mehr exposen will und der ganze Teil. No, tschüss. Warte, geht er noch darauf ein? Okay, er geht glaube ich noch darauf ein.
Weil sonst würde ich das jetzt noch vorlesen, was er dazu geschrieben hat. Also noch mehr Exposing Haftteil und Mr. Beast Karriere noch mehr schaden als der erste Teil, wo er unter anderem auch die Mr. Beast Philanthropy exposen will, dass das eigentlich gar nicht so zugeht, wie wir das alle glauben, und Alter. Mr. Beast doch nicht der gute Mann ist, den wir alle so kennen. Ja, schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Aber er hat jetzt auch erfahren, dass Mr. Beast scheinbar private Mittel auf ihn angesetzt hat. Oh nein, er geht nicht nochmal darauf ein. Ich möchte mal vorlesen, was er angekündigt hat, der Dogpack. Philanthropy exposen will, dass das hier Zeit und Mr. Beast Karriere noch mehr schaden, wo er noch mehr. Hier. Okay, Dogpack hat geschrieben, einige Updates. Ursprünglich wollte ich aufdecken, dass Mr. Beast philanthropische Bemühungen, das ist wahrscheinlich der Kanal, ihr privaten Interessen dienen und Mr. Beast Image aufpolieren, als wirklich etwas Gutes zu bewirken. Aber bei dieser Untersuchung bin ich auf etwas viel Interessanteres gestoßen, das noch niemand zuvor herausgefunden hat. Teil 2 wird für Mr. Beasts Karriere weitaus schädlicher sein als Teil 1. Okay. Was Mr. Beasts größte Spendenaktion Team Seas betrifft, ist es ziemlich bekannt, dass sie keine statistisch signifikanten Auswirkungen auf die Meeresverschmutzung hatte. Trotzdem werden die Leute sagen, naja, es ist immer noch besser als nichts. Dies ist eine drastische Vereinfachung, die das Geld, die Zeit, den Aufwand und die Kohlenstoffkosten, die mit der Beschaffung des Geldes und der Beseitigung des Mülls verbunden sind, nicht berücksichtigt. Und wo ist der Müll hingegangen? Auf Mülldeponien, wo er im Laufe der Zeit zu Mikroplastik zerfällt, das zurück ins Meer geweht wird, oder in Recyclinganlagen. Keine Ahnung, was es sein soll. Team Seas verbreitete auch die falsche Erzählung, dass Plastikverschmutzung ein von Menschen lösbares Problem sei. Okay. Also cool, da muss ich aber an der Stelle sagen, ich bin gespannt, was als Teil 2 rauskommen wird, weil hier. Das klingt schon sehr krass, wenn er sagt, dass Mr. Beast, dass dieser Teil 2 für Mr. Beasts Karriere deutlich mehr Schaden anrichten würde. Aber gut, hier geht es halt auch wieder nur darum, jemanden wirklich effektiv zu schaden. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das deine Intention ist, jemanden wirklich auf Ernst zu schaden. Also jetzt wirklich so nicht irgendwie noch mit einer guten Intention, sondern wirklich mit einer Intention, jemanden zu zerstören, mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Aber gut, vielleicht hat es ja auch so ein bisschen seinen Hintergrund. Mal schauen, was da so noch auf uns zukommt. Weil, wo er unter anderem auch die Mr. Beast Philanthropy Experiment ist, den wir alle so kennen. Ja, schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Aber er hat jetzt auch erfahren, dass Mr. Beast scheinbar private Mittel auf ihn angesetzt hat, die ihn komplett durchleuchten sollen. Warte. Okay, das ist auch wieder heftig. Dogpack schreibt, außerdem ist meine Nummer durchgesickert, anscheinend von einer Mr. Beast-Mitarbeiterin namens Kaylee. Ich habe Textnachrichten von ehemaligen Mr. Beast-Mitarbeitern erhalten. In einer Nachricht, die ich gestern Abend erhalten habe, wird behauptet, dass James Privatdetektive, also James ist Mr. Beast, Privatdetektive dazu bringen möchte, mir zu folgen und die Social-Media-Konten meiner Familie zu durchsuchen, um Wege zu finden, mich zu diskreditieren. Anscheinend ist die beste Geschichte, die sie im Moment haben, dass ich ein verrückter, drogenabhängiger Mr. Beast-Superfan bin, der gefeuert wurde, weil er versucht hat, Firmengelder zu stehlen. Wenn dieser Text wahr ist, werde ich Mr. Beast sagen, wenn sie zu persönlichen Angriffen greifen möchten, erwidere ich dies gerne. Das ist ein heftiger, also das sind auch wieder sehr heftige Aussagen, by the way. Also sehr, sehr heftig. Sollte das der Fall sein, wäre das schon, ist schon ein Skandal, oder? Wenn man extra Privatdetektive darauf ansetzt, damit diese ihn so framen, und sagen, ja, nee, der ist ja bloß drogenabhängig und dementsprechend kann man dem nichts glauben oder sowas. Ne? Also, dass man Leute extra drauf ansetzt. Klingt krass. Die ihn komplett durchleuchten sollen, gefühlt sein komplettes Leben durchleuchten sollen, um nur irgendwas zu finden, womit sie ihn möglicherweise diskreditieren können. Und das ist noch ein heftiger Vorwurf gegen Mr. Beast und ich will auch gar nicht den Fanboy raushängen lassen, aber die Frage ist halt, wie viel hat er wirklich mitbekommen? Ich meine, Dogpack hat nicht einmal einen Monat für Mr. Beast gearbeitet. Von den meisten Sachen, die er in seinem Video erzählt hat, war er entweder nicht am Set oder hat in der Zeit nicht bei Mr. Beast gearbeitet. Ja, das ist halt die Frage, wie viel hat er wirklich mitbekommen von all dem, was er da exposed hat und wie viel hat er in Wahrheit nur eingeordnet von dem, was er gesehen hat, nur um das ganz kurz einzuordnen. Kommen wir aber zum letzten Punkt. Und zwar hat sich ein ehemaliger Kameramann von Mr. Beast gemeldet und auf Reddit ein Ask Me Anything gemacht, wo er zusammengefasst Folgendes gesagt hat. Ich blende euch die Antworten ein, wer sich das Ganze, wie gesagt, anschauen will, kann das gerne tun. Unten in der Videobeschreibung bzw. im Quellendokument sind auch diese Reddit-Sachen verlinkt. Zusammenfassend sagt er, dass er zuerst einmal bestätigen kann, dass das Hide-and-Seek-Video zum Teil fake gewesen sein soll, weil den Suchern teilweise gesagt wurde, wo sich die Leute verstecken, um das Video schneller abzudrehen. Also auch dasselbe Hide-and-Seek-Video, wo auch Rosanna Pansino die Vorwürfe geäußert hat. Das war
Weiteren ist Feastable-Spielen einfach nur ein reiner Scam, weil einfach Falschversprechungen getätigt werden und so weiter und so fort, wie zum Beispiel eben besser und gesünder als Hershey's, was in Wahrheit ja nicht mehr stimmt. Aber dennoch viel größerer Skandal sind für ihn die Arbeitsbedingungen an den Sets. So muss man zum Beispiel 24/7 verfügbar sein und die Arbeitsbedingungen an den Sets, die unterliegen jetzt nicht unbedingt der Norm oder entsprechen auch nicht unbedingt den Regeln für Arbeitssicherheit. So soll es zum Beispiel an den Sets immer... Wie oft das eigentlich mittlerweile vorgeworfen wird bei YouTubern, die mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ja, da ist dann der Vorwurf, du musst immer da sein, immer pünktlich sein und wenn du mal nicht kannst als Cutter oder als Kameramann oder so, dann wirst du schnell gefeuert und dann scheißt man auf dich. Egal wie viele Jahre man da zusammengearbeitet hat. Hatte ich auch letztens mit jemandem ein Gespräch gehabt, bei dem war es genau so. Der hat vier bis fünf Jahre mit jemandem, mit dem großen YouTuber zusammengearbeitet und dann wurde er direkt fallen gelassen, weil er einmal nicht einmal richtig schneiden konnte an einem Wochenende. Das ist komplett crazy. Diese Internetwelt ist wirklich komplett... Alter, wirklich so egoistisch und so, ne, nur auf sich bedacht. Deswegen mache ich einfach mein Zeug selber. Ich habe letztens wieder, ich bekomme immer wieder Bewerbungen, ne, also jetzt mal ohne Scheiß, ich bekomme wirklich in mein Mailfach so Bewerbungen mit, dass jemand gern Cutter sein würde für mich oder so. Und ey, ich weiß es immer sehr zu schätzen, aber ich mach's allein anhand von solchen Sachen nicht. Allein schon deshalb, weil irgendwann fühlt man sich vielleicht mal missverstanden oder irgendwas läuft nicht so richtig und dann kommt genau sowas dann raus und dann muss ich mir es geben und ich habe es vielleicht gar nicht böse gemeint oder ich habe es böse gemeint und so weiter. Und lieber macht man es selber, das heißt, wenn man selber die Fehler macht oder wenn man es selber nicht hinbekommt, ist man selber dran schuld, aber man muss die Schuld nicht auf jemand anderes legen. Immer wieder Verletzte gegeben haben oder auch immer noch geben. Fazittechnisch lässt sich auf jeden Fall einmal erstens sagen, dass ich das Wort Exposed nicht mehr hören kann und zweitens, dass das Ganze MrBeast jetzt nicht unbedingt hilft oder auch nicht in ein besseres Licht rückt. Auf jeden Fall hätte ich bis jetzt eigentlich gesagt, dass zumindest für die Sachen, die direkt betroffen haben, er eigentlich das Ganze so stehen hätte lassen können, 2 Wochen nicht drüber sprechen und in 2 Wochen ganz normal weitermachen, als hätte wahrscheinlich niemand mehr gejuckt in 2 Wochen. Aber dadurch, dass er jetzt halt aktiv wurde, Unterlassungserklärungen rausgeschickt hat und auch Videosperren hat lassen, plus die ganzen Statements, die sich teilweise decken, ja, dadurch wird es halt immer größer, das kann schon sein. Ja. Vielleicht von den Personen, die halt diese Unterlassungserklärung bekommen haben, von denen vielleicht nicht. Von denen wird es vielleicht nicht größer, aber alle anderen sprechen dann darüber, dass MrBeast Unterlassungserklärungen verschickt und dann ja was dran sein muss, ja. Das kann halt dann auch wieder genau das Gegenteil bewirken von dem, was MrBeast erreichen will. Ne? Ist halt oft bei solchen Unterlassungserklärungen. Modernes Sklavenarbeit, Ausstieg im Fall und Klick entfernt. Wie viel Zeit kostet dich das? Dass ich das generell alles selber mache? Keine Ahnung, für ein Video kommt drauf an. Mit Skript, mit Aufnehmen, mit Schneiden, vielleicht 5 Stunden oder so. Das ist okay, das geht wirklich. Also mittlerweile ist es okay. Ich hatte Videos vor einem Jahr gemacht. Die waren deutlich aufwendiger, da brauchte ich 2 Tage, dass ich die Videos komplett so fertig mache. Weil die Recherche nochmal ein bisschen anders war, plus oftmals waren es auch internationale Themen, musstest du erstmal alles übersetzen und das alles einordnen und eine richtige chronologische Reihenfolge bringen. Jetzt sind es eher so ein bisschen mehr News, auch im deutschsprachigen Bereich im Großteil. So, das kannst du ein bisschen schneller zusammenfassen, aber gerade wenn du so richtige Stories raushaust über verschiedene Fälle, die gewesen sind, dann dauert das halt auch so ein bisschen seine Zeit. Und der Schnitt damals war deutlich aufwendiger als der Schnitt heute. Heute kriegst du es viel schneller hin. Ne? Du machst halt hier mal ein Bild rein, Hintergrund blören oder so. Das geht deutlich, deutlich schneller und entspannter, als es damals der Fall war. Das heißt, ich habe da meine Arbeit, was das angeht, zumindest vom Schnitt her, minimiert. Am Ende des Tages kommt es ja vom Inhalt aufs Gleiche hinaus. Ne? Ja. Und es kommt ja, dadurch, dass du halt viel aktueller bist, werden viel mehr Leute auf dich aufmerksam. Wenn du halt nicht aktuell bist, bekommst du jetzt nicht viele neue Leute so dazu. Ne? Natürlich kann dann auch die Qualität drunter leiden, will ich jetzt gar nicht abstreiten, ist bei mir mit Sicherheit auch der Fall. So, es ist nun mal klar, dass ich weniger Zeit für die Recherche habe, als bei einem Video, wo ich eine ganze Woche dran sitze oder so, oder wo ich mir eine Woche Zeit nehme, wenn ich jetzt alle 2 bis alle 3 Tage ein Video mache, aber ja, das ist dann am Ende des Tages auch so ein Stück weit der Preis, den man da zahlt. Ne? Und das muss man sich dann natürlich auch anhören, wenn Dinge vielleicht falsch sind, die man wiedergegeben hat, weil man vielleicht zu schnell war oder so. Das kann auch mit vorkommen. Dass es natürlich nicht gut ist, ist, glaube ich, jedem klar und ist mir natürlich auch klar.
wird der Spielraum von ihm, in dem er sich befindet, immer kleiner und es wird immer problematischer, was ihn betrifft. Eigentlich kann man nur gespannt sein, wie das Ganze weitergeht, auch wenn ich es nicht bekannt. Und ob Talkback überhaupt einen zweiten Teil rausbringt oder ob Mr. Beast sich überhaupt dazu äußern wird. Aber ja, das Argument mit Too Big to Fail wird langsam aber sicher auch ein bisschen nichtig. Dementsprechend bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zusehen. Lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Video... Okay, pass auf, Filzeit. Erstmal ein sehr, sehr gutes Video. Danke für die Zusammenfassung. Ihr habt noch einen angepinnten Kommentar rausgehauen. Das gucken wir uns jetzt auch noch dazu an. Nachtrag am 3.8. Mr. Beast scheißt scheinbar komplett auf das Exposed und hat heute den 3.8. einfach ganz normal ein Video hochgeladen. Halt allein die ersten 13 Sekunden sind halt schon exakt das, was zum Teil exposed wurde, zum Beispiel nach 3 Sekunden CGI, weil man sieht, dass wie die Teilnehmer in den Hügel hinaufgehen, sie ausgeschnitten sind. Das ist aber eigentlich nicht schlimm. Der Satz, this is the first time they see each other oder so, ist halt dann schon fragwürdig. Nachtrag 4.8. Das Video hat nicht unbedingt eine gute Like-Dislike-Rate und er löscht in fast Echtzeit Kommentare, die das Exposed betreffen. Und schaut gerne auf Twitch, Insta und so weiter vorbei. Okay, ja, interessant auf jeden Fall. Also Mr. Beast ist schon aktiv, was das angeht, allerdings jetzt nicht so, wie man sich vielleicht erhofft hat. Und er hat sich bisher immer noch nicht wirklich dazu geäußert. Der hat sich bisher immer bloß, oder bisher das Einzige, wozu er sich wirklich geäußert hat, waren diese Ava Chris Tyson-Vorwürfe, wo er gesagt hat, dass er Ava entfernt oder irgendwie kündigt und nichts mehr zumindest auf Business-Ebene mit ihr zu tun haben möchte. Das sind so die sonstigen Informationen, die wir so haben. Aber sehr interessantes Video, gut zusammengefasst und jetzt sind wir mehr im Bilde, was es angeht. Ich wusste es nämlich nicht. Deswegen checkt das Video in der Beschreibung ab. Dort kommt ihr zu. Filzeit, sehr, sehr stabiles Ding. Als Algorithmus-Kommentar schreibt mal unfassbar rein. Es ist nämlich unfassbar hier, ja? Alles ist unfassbar. Nee, schreibt unfassbar in die Kommentare, dann seid ihr die Unfassbaren, seid ihr dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.